Der Moment der Wahrheit. Wenn Ann Shepard mir den richtigen Namen genannt hat, lebt der Origami-Killer hier. Falls er in seiner Wohnung ist, tue ich so, als ob ich in der falschen Etage bin. Hoffentlich ist er nicht zu Hause. Ich hätte die Polizei rufen sollen, aber ich habe keine Beweise. Nur die Aussage einer alten Frau ohne Erinnerungsvermögen. Der Mörder könnte hier sein. Ich bin lieber vorsichtig. Du hast es nicht verlernt. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Ich muss mich beeilen. Er kann jede Minute zurückkommen. Ich gehe alle Zimmer durch. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Von da kommt Brandgeruch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Shelby könnte jeden Moment zurückkommen. Sean Maas. Der Geisteskranke sieht ihm beim Ertrinken zu. Eine Art Schacht füllt sich mit Regenwasser. Er stirbt langsam durch den Regen. Viel Zeit ist nicht mehr. Es muss einen Hinweis geben, wo der Schacht ist. Oh, shit, ich brauche das Passwort. Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Maas sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Bingo. Es könnte noch nicht zu spät sein, Sean Maas zu retten. Das reicht. Ich muss schnell... Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott.
tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los rein da. Ich komme nicht raus. Ich sterbe und keiner rettet Sean. Lange kann ich nicht mehr atmen. Höchstens noch ein paar Minuten. Zündet seine Wohnung an. Er versucht alle Ich muss meine Klamotten nass machen, sonst fangen sie Feuer. Oh mein Gott. Eine Gasflasche mitten in den Flammen. Hier geht alles hoch. Denk nach, Matt. Ich kann nicht aus dem Fenster springen. Ich würde sterben. Verbrennt meine Luft. Viel zu hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Die Wohnung brennt schon. Ich muss mich beeilen, wenn ich hier lebend rauskommen will. Sie explodiert.
Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Ich weiß, wo Sean Mars ist. Ich muss diesen Typen vom FBI anrufen. Jaden. Er ist der Einzige, dem ich trauen kann. Er kann ihn retten. Namen Jaden. Ich heiße Madison Page. Sie kennen mich nicht. Ich bin Journalistin. Wir haben nicht viel Zeit, aber bitte hören Sie zu. Ethan Mars ist unschuldig. Der gesuchte Mörder heißt Scott Shelby. Sean Mars ist in der Theodore Roosevelt Road Nummer 852. Haben Sie das? Moment, woher wissen Sie? Das erkläre ich Ihnen später. Die American Tribune wird Ihnen bestätigen, wer ich bin. Beeilen Sie sich. Sean Mars lebt vielleicht noch.